Zahnkronen sind eine beliebte Lassung FA ein Viertel der Menschen, die mit beschadigten oder wervererbten ZA-Nieren zu kämpfen haben. Sie haben viele Vorteile, darunter Haltbarkeit, Schutz und Ästhetik. Doch was passiert, wenn Sie sich FA ein Viertel der hellere ZA-Nie entschieden haben und Ihre Zahnkronen nicht mehr zu Ihrer neuen Zahnfarbe passen? Die gute Nachricht ist, dass Zahnkronen tatsächlich aufgehellt werden können. Es gibt verschiedene Methoden, um Ihre Kronen aufzuhellen und sie an die gewahr ein Viertel entschte Zahnfarbe anzupassen. In diesem Video werden wir genauer darauf eingehen, wie dieser Prozess funktioniert und welche Optionen Ihnen zur Wervereinviertelung stehen. Zu einer CHST einmal ist es wichtig zu verstehen, dass Zahnkronen im Gegensatz zu einer einviertelrichen ZA-Nienen nicht auf die gleiche Weise aufgehellt werden können. Natter einviertelrige ZA-Nie reagieren gut auf Bleaching-Verfahren, bei denen ein Aufhellungsgel auf die ZA-Nie aufgetragen und dann mit Hilfe einer speziellen Lampe aktiviert wird. Dieser Prozess entfernt Wehrfarbungen und sorgt FA ein Viertel erhellere ZA-Nie. Bei Zahnkronen ist der Prozess etwas komplizierter, da sie aus Materialien wie Porzellan, Keramik oder Metall hergestellt werden, die nicht auf die gleiche Weise auf Bleichmittel reagieren wie natter einviertelrige ZA-Nie. Deshalb ist es wichtig, spezielle Methoden zu verwenden, um die Kronen aufzuhellen. Eine Möglichkeit, Zahnkronen aufzuhellen, ist die Verwendung von speziellen Aufhellungsprodukten, die von Ihrem Zahnarzt verschrieben werden können. Diese Produkte enthalten ein stärkeres Bleichmittel als herkömmliche Bleaching-Gelee und können effektiver auf die Kronen wirken. Ihr Zahnarzt wird Ihnen die genaue Anwendung und Dauer der Behandlung erklären und sicherstellen, dass Ihre Kronen die gewahr ein Viertel entschte Farbe erreichen. Eine weitere Möglichkeit, Zahnkronen aufzuhellen, ist die Verwendung von Veneers. Veneers sind da ein Viertel NE-Schalen aus Porzellan oder Keramik, die auf die Vorderseite der ZA-Nie geklebt werden, um die Zahnfarbe und Form zu korrigieren. Wenn Ihre Kronen zu stark wervererbt sind oder sich nicht aufhellen lassen, können Veneers eine gute Lassung sein, um Ihre ZA-Nie dauerhaft aufzuhellen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Zahnkronen aufgehellt werden können. Wenn Ihre Kronen aus Metall oder anderen undurchsichtigen Materialien hergestellt wurden, ist es möglicherweise nicht möglich, sie aufzuhellen, da das Bleichmittel nicht durch das Material dringen kann. In solchen Fällen können andere Optionen wie der Austausch der Kronen in Betracht gezogen werden. Wenn Sie sich FA ein Viertel eher eine Aufhellung Ihrer Zahnkronen entscheiden, ist es wichtig, sich an einen erfahrenen Zahnarzt zu wenden, der A ein Viertel BER die notwendige Fachkenntnis und Erfahrung Wervereinviertelung ein Viertel GT. Ihr Zahnarzt wird Ihre Kronen sorgfältig untersuchen, um festzustellen, ob Sie FA ein Viertel eher eine Aufhellung geeignet sind und Ihnen die besten Optionen FA ein Viertel eher Ihre spezifische Situation empfehlen. Abschließend lässt es sich sagen, dass Zahnkronen tatsächlich aufgehellt werden können, jedoch erfordert dies spezielle Behandlungen und Methoden, um die gewahr ein Viertel entschten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie mit der Farbe Ihrer Kronen unzufrieden sind, sollten Sie sich an einen Zahnarzt wenden, um die besten Lassungen FA ein Viertel eher Ihre Bäder ein Viertelöffnisse zu finden. Mit den richtigen Maßnahmen kann Ihnen Ihre Zahnkronen aufgehellt und an Ihre neue Zahnfarbe angepasst werden.